Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und heute mit dem Finale von Straight Family. Und damit begrüße ich meinen Kommodore Tomate. Jo, hallo Artischocke, hallo junges Gemüse. Ihr seid schon so gespannt wie ich und wie Arti auf dieses wahnsinnige Serienfinale. Ist krass, also ja, wie das immer so ist bei einer Serie. Weißt du bleibst da monatelang am Ball, wochenlang, freust dich immer auf die nächste Folge. Dann kommt jetzt endlich das Finale und alle Handlungsstränge lösen sich auf. Also, das wird geil. Ja. Aber ja, also es gibt ja nichts, was ich auflösen kann, weil es keine Nee, eben. Ich habe das jetzt dezent ironisch Handlungsstränge gemeint. gibt. Ja, Es okay. ist hier Gut. La 4D-Schach, was die Leute mit einem spielen ja, wollen. ja. Lass direkt reingehen. Ja. Nächste Woche machst du nochmal rein, ne? Ja, ich versuch's. Dann hast du noch von deinem blauen Zeug noch ein bisschen was da? Ich brauche es für Daniela, hat nächste Woche Geburtstag, weißt du? Kann ich schon machen, aber du musst mir halt dafür schneiden blasen. Zieh dir was an, komm zu meinem Auto, ich hab noch genug. Meine scheiß Bierflasche. Der ist nämlich Hast schwul. du auch gelacht gerade? Ja, übelst, man hat es nur gehört, ich habe mich gemutet. Eine Ausländerin in der Wohnung, ist eine Schande, das ist eine Schande. Jimena? Das war mal der erste irgendwie ein bisschen rassistische Spruch von der Oma. Eine Hast du? Ausländerin in der Wohnung ist eine Schande. Ja, naja, was hat sie denn davor so gesagt? Ja gut, nichts, aber das war jetzt auch sehr noch, naja, taktvoll, oder? Findest du? Okay, oh, ich sehe schon die Ja, so. Kommentare unten, ich sehe schon die Also, Kommentare. die hätte sagen können, ja, so eine Kanacken oder sowas, weißt du? Ja, Das war ja stimmt. noch schon fast politisch korrekt. Vom Ausdruck her, ich weiß, was du meinst, ja. Aber von der Sache her, ja. Ja. Also, das ist ja nicht mal das, was. Also, sowas würde ja nicht mal ich sagen. Also, in mein Gemüsebeet soll hier keine Erdbeer rein. Also. Ist ein gut. Eine Schande. Jimena ist ein gutes Mädchen. Du solltest dich besser um deine eigene Tochter kümmern, als um fremde Kinder. Hättest du Lara beigebracht, was eine richtige Frau ist, hätte sie jetzt nicht diese verrückten Gedanken im Kopf. Aber jetzt reicht's. Ich hätte auch etwas Besseres verdient. Eine richtige Familie mit gesunden Enkeln. Gesunde. Beide sich für dich geschehen und nicht für uns. Du hältst den Mund! Das hätte es bei Richard nicht gegeben. Lena? Jetzt kommt zum allerersten Mal so ein bisschen ja, Spannung rein oder Ja, so jetzt kommt Konflikt so. ein bisschen Zunder rein. In der fünften Folge, das hätten die wirklich in der ersten machen sollen. Also die erste Ja. Folge hätte damit starten sollen. Die sitzen am Tisch und die Lara sagt hier, Mutti, Oma, ich bin schwul. Lesbisch, wie auch immer. Und dann hätte das alles was werden können. Aber so ist es doch alles für die Katz gewesen. Auch meinetwegen erst in der zweiten. So, die erste war so das, so, ja, das Figuren Ja. einführen, das Umdekorieren, so ein bisschen Meinetwegen. Slapstick und so, aber spätestens dann. Gebe ich dir völlig recht, ja, aber die Serie, die hat das Timing völlig verkackt. Also, das ist viel zu groß gedacht für die Laufzeit. Viel zu groß. Selbst dann, also selbst wenn das eine lange, selbst wenn das eine Ja, lange sorry. Folgenzeit gewesen wäre, das hätte halt einfach nur Längen produziert. Da wäre doch die Hälfte des Publikums ja davon Ja, abgesprungen. hast du auch Ne? wieder recht. Also, vor allem der ihre in Anführungszeichen lustigen Szenen, die tollen Gags, die sich einfallen lassen haben, dass der eine halt seine Drogentüche da unten hat und dann die eine ein bisschen auf Drogen ist. Das hätte man doch auch im Nachhinein machen können, weißt du? Du hast am Ja. Anfang diesen Knall, so stelle ich mir das vor. Du hast am Anfang diesen Knall, die outet sich und dann tut am besten auch so, dann gibt es erstmal übelst Tohuwabohu. Die Oma rastet übelst aus, oh, das geht ja gar nicht. Dann gibt es irgendwie so danach vielleicht eine Szene, wo dann die Oma sich irgendwie annähert an die Ximena, mit der spricht, was weiß ich, und dann werden die irgendwie besoffen. Und dann am Ende kommt nochmal ein Knall, weil dann halt der Sohn vielleicht sagt, ich bin auch noch schwul. Und das wusste die Oma auch nicht. Ja. Solche Sachen. Dramaturgie 101. Ja. Oh Mann. Und die müssten So. das ja eigentlich besser können, ne? Ja, die werden So dafür richtig bezahlt. bei. Ja, die haben das auch Gefördert. Oh. studiert. Oder weißt du, Genau, so? ge was?
Was stand da? Gefördert vom Film- und Fernsehverein, irgendwas, Berlin-Dresden, ich habe es gar nicht mitbekommen. Genau, sorry, Berlin-Deutschland. Irgendwas war Irgendeins. Da muss doch wirklich, die haben nicht mal Kompetenz. Die haben nicht mal Kompetenz. Es ist wirklich so. Es ist traurig eigentlich. Es ist einfach traurig. Sollen wir sie ins Krankenhaus fahren? Und was wollen wir denen sagen? Sollen wir sagen, Entschuldigung, aber wir haben ein 15-jähriges Mädchen mit unserem Selbstgebrannten vergiftet? Nein. Ach nee, außer ihrer Gefühle. Können Sie sie einfach hier so lassen? Ich weiß nicht, aber sie hat vielleicht eine Gehirnerstörung oder so. Warum lässt du Lara das machen? Eine Frau mit Frauen. Ein großer Bruder muss auf eine kleine Schwester aufpassen und sie erziehen zu einer richtigen Frau. Leider ist eine richtige Frau. Ach. Auch wieder so lächerlich, oder? Diese, wie heißt die eigentlich, die 15-Jährige? Ximena. Sag es einfach mal, dass das spanische Mädel ist gefühlt am Sterben und am Halluzinieren, aber dann kann sie noch diese Frage verstehen. Ja, genau. Und dann tritt sie noch so stark ein. Sie ist eine richtige Frau. Erinnert sich das hier an Aufgestaut mit der Schwangeren? Dem Taxifahrer? Ja, das hatte auch dieses Pathetische. Ja, dieses, bei Aufgestaut. Ja, aber das sind ja gar keine gestorben. Und jetzt kriegst du mein Kind. Und vor allem hat es auch dieses... Es hat auch alles dieses klischeehafte Einfallslose. Also wir hatten schon bei Aufgestaut darüber erzählt, also diese Handlungsbogen, jemand gebärt ein Kind und dann gibt's groß Chaos, weil das ist ja eine schwierige Notlage. Und genauso hier ist es genauso, jemand nimmt Drogen und weiß das aber gar nicht. Und das ist banal, ist einfach sehr banal. Es tut mir leid, Laura. Ich brauche mal ein bisschen länger als andere Menschen. Ja, ich weiß. Warte kurz, ich bin gleich wieder da. Das wollte ich eigentlich auch mal herausstellen bei diesen ganzen, ja, ich sag's mal böse, Linken, Neulinken. Die sagen immer, sie sind so empathisch und sowas, ne? Aber sie können anscheinend auch nicht verstehen, dass es in der Mutter jetzt was stirbt, dass sie nie Oma wird, anscheinend. Ja. Und das tut halt wirklich Schmerzen. Absolut, klar. Aber hey, man ist einer der Guten. Ja. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier gar nicht auf Teufelsanwalt. Ich gebe dir schon recht, aber klar, ich kann auch irgendwo natürlich die Tochter verstehen, die sich natürlich auch zurückgesetzt fühlt. Die fühlt sich halt von ihrer Mutter nicht akzeptiert, so wie sie ist. Nein, klar. Ja, was heißt aber, nicht akzeptiert? Die weiß das ja seit 5 Minuten. Vorher war die doch ganz normal zu der, also. Ja, naja, du weißt so, wie es ist. Das ist eine große, große Message, die du da rüberbringst. Dann muss es auch gut ankommen. Keine Ahnung. Der Applaus hat gefehlt. Der Applaus hat gefehlt. Die Bahnhofsklatscher waren nicht da. Okay, es reicht jetzt langsam. Es reicht! Alles gut, Lars. Jetzt wird die Musik ganz dramatisch. Soll die jetzt die Pappfigur anzünden oder was da los? Das gibt alles keinen Sinn hier. Oh, ist das dramatisch. Oh, was? Warum denn? Was hat denn der Vater damit zu tun? Ja, okay. Pappfigur, Alter. Das ist Berlin. Du musst, wenn du 2 Minuten auf dem Gehweg bist, dann muss was brennen. Das ist Gesetz. Ja, das ist Berlin, genau. Ich meine, Gaspreis, Bremse und hast du nicht gesehen? Ja, das ist jetzt alles teuer heizen. Dann tust du auch schon mal mit Pappaufstellern. Sollen sie doch mit Pappaufstellern heizen. Genau. In Berlin läuft das. Wir haben noch gar keine Probleme mit der Wärme. Alles cool, Bro. Das anschaut. Ich muss nochmal pausieren. Jetzt, wo ich das laut ausspreche, ist das ja auch irgendwo. Es hat ja schon fast was Symbolisches, weißt du? Ja, das Patriarchat ist jetzt tot. Ja. Ja! Boah. Und ja, lächelnd schauen sie dieser brennenden Pappfigur zu. Also, auch da, das ist alles viel zu kurz, wofür diese Pappfigur steht.
Also bis jetzt war der doch sehr positiv aufgeladen, der Papa. Eben. Da gibt alles keinen Sinn hier. Genau, dass das irgendwie auf einmal jetzt was Negatives ist, das fehlt hier gar nicht, das fehlt hier in dem Drehbuch völlig. Das können wir gar nicht verstehen. Also, brauchen wir noch eine Analysefolge. Ja, du kriegst dann in der letzten halben Minute kriegst du erklärt, warum das gut war, bestimmt. Ja. Und dann schreibst du in die Kommentare, wenn du deinen letzten Pappaufsteller verbrannt hast. Das ist nicht mehr deine kleine, miefige Kneipe. Komm, guck sie an. Sieh genau hin. Lass das jetzt mal los. Kannst du bitte einfach gehen? Sorry, es geht wahnsinnig viel, okay? Ist das? Ich bin tatsächlich zum ersten Mal in 5 Folgen ein bisschen gespannt. Ja, ich auch. Euer Ernst? Eine Bar für sexuell Desorientierte in meiner Kneipe? Nach 50 Jahren endlich eine Veränderung, endlich frischer Wind! Wer schätzt denn heute noch ein einfaches Bier und nette Leute? Nein, es muss ja immer etwas Neues her. Aber es ist immer noch meine Bar. Und ich denke nicht daran, meine Kneipe als Treffpunkt für Schwuchteln zu geben. Schwuchteln? Oh lala. Ja, endlich wird sie mal dramatisch. Das hätte wirklich an Anfang gemusst. Ja. Das hätte an Anfang gemusst. Und dann hätte man immer noch genug Zeit damit verbringen können, das auszuerzählen. Alles. Genau, das ganze langweilige Klein-Klein. Ja. Ja, also davor, da unterhalten die sich, ja, ich bin so lesbisch, das geht von meinem Ellbogen bis zum Ringfinger und was war das denn? Was war das denn für ein Dialog? Und dann wird gekocht, ja, da fällt das Hühnchen runter, oh, haben wir gelacht. Wirklich, wir haben hier gelegen vor Lachen. Da war das Mikrowellenessen, Wahnsinn. Achso, warte, denkst du, geht's jetzt aus? Denkst du, sie jagt jetzt hier alles in die Luft? Ich habe gar keine Ahnung, weil ich kann die Dramaturgie nicht nachvollziehen. Ohne Scheiß. Ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Das macht es ja so spannend. Hä? Was wird passieren? Ich denke, dieser Leon heißt er, glaube ich, der Sohn, der auch schwul ist, der wird jetzt hier eine flammende Rede halten und wird er ins Gesicht sagen, was er von der hält, weil die hat ja gerade auch Schwuchteln gesagt. Ganz böses Wort. Ja. Und ja, dann wird die Familie am Ende zusammenhalten und alle sind glücklich, dass sie zueinander stehen, weißt du, und von wegen Scheiß auf die rassistische, homophobe Oma Magda, dieser AfD-Wählerin, kann allein im Altenheim sterben. Aber was sie gesagt hat, stimmt ja halt irgendwo, ne? Sie will halt einfach nur so eine ganz urische Kiezkneipe haben, aber nein, es muss die gefühlt 100. Schwulenkneipe werden. Ja. Also, es ist alles uniformiert. Aber gut, so ist der Lauf der Zeit in Berlin anscheinend. Sorry, hörst du mich noch? Ja. Man weiß, was es ist? Ja. Da. Nee, ich muss kurz einhaken, du gerade gesprochen hast. Hat wahrscheinlich gut geklappt, da hatte ich gerade Discord geschlossen, während du geredet hast. Ich hatte jetzt schon Panik, aber ich bin gerade wieder rein, als du wahrscheinlich beendet hast. Ah, du hast auch nicht gehört, was ich gesagt habe, demzufolge, aber. Ist, ja, aber ist ich okay. Kann sie denken. Lass weitermachen. Da. Das ist Janines Platz. Hier trinkt sie jeden Dienstag ihre 2 Bier. Janine ist 19 Jahre alt und weiß seit 7 Jahren, dass sie eine Frau ist. Und ihre Mutter nennt sie immer noch Janis. Scheiße, oder? Richtig scheiße, ha? Oder hier sitzt Paul. Der ist Lehrer und seit ein Kollege ihn geoutet. Warte mal, jetzt wird's ja richtig saftig. Jetzt wird's ja richtig saftig. Ich hab das akustisch nicht verstanden. Ja, ich wollte doch gerade noch zurückspulen, ja. Ja, er erzählt jetzt hier von jemandem in der Kneipe, so wie ich's verstanden habe, jemand, ein Kneipenbesucher, der trans ist oder die oder wie auch immer. Also doch, okay. Nochmal. Da. Das ist Janines Platz. Hier trinkt sie jeden Dienstag ihre 2 Bier. Janine ist 19 Jahre alt und weiß seit 7 Jahren, dass sie eine Frau ist. Und ihre Mutter nennt sie immer noch Janis. Janine weiß seit 7 Jahren, dass sie eine Frau ist. Aha. Mit 12. Und die ist 19, schon. Also mit 12. Okay. Das heißt, Brüste ab mit 11. Sonst genau, schön Hormonbehandlung. Darfst noch nicht wählen, du darfst gar nichts, du darfst noch nicht mal Bier trinken. Aber weißt schon, dass du eine Frau bist. Vor allem fällt das natürlich zufällig in die Pubertät rein, wo man eh mega die Probleme mit sich und seinem Körper hat.
und natürlich auch psychisch sich viel umstellt. Die Mutter macht klar. Dieses Deadnaming. Oh je. Genau. Na gut, die Mutter weiß es ja noch nicht mal. Dann ist es noch nicht mal böswillig. Es ist immer böswillig. Hallo? Scheiße, oder? Richtig scheiße, oder? Oder hier sitzt Paul. Der ist Lehrer und seit ein Kollege ihn geoutet hat, haben die Eltern Angst, dass er die Kinder sexualisiert. Sexualisiert. Was auch immer das bedeuten soll. Er ist auf jeden Fall jetzt gerade sehr männlich. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Jetzt kommt hier endlich mal der Saft. Also. Was lange währt, wird endlich gut. Ey. Ja, wirklich schön. Was ist denn zum Saft, der endlich kommt? An meine Vene. Was will die gerade machen? Ja, die besäuft. Kinder! Weil es zu geil war. Ja, wer denkt sich denn das aus? Was ist denn das für eine Dramaturgie? Also, warte nochmal. Wir halten fest. Die hatte vorhin irgendwie so ein, zwei Schlucken genommen von dem Zeug unten im Keller. Ja, das ist gutes Zeug. Ja, und war dann übelst raus, hatte diese Halluzination, hat die Oma in dem Entenkostüm gesehen, alles, in dem Küken, als Küken und so. Und dann ging's der so ganz mies, weißt du? Und jetzt auf einmal will die weiter trinken. Ich dachte, die ist jetzt im Delirium und der geht's mies. Ja, die hat gekotzt und jetzt kommt halt das Konterbier. Jetzt kommt das Konterbier. Ja, normal. Wie schlecht. Wie unfassbar schlecht. Ja, und jetzt. Und es jetzt fällt auch keinem auf, das finde ich ganz lustig. Erst haben sich 5 Leute um die gekümmert, aber dann, weil die Oma einmal Schwuchtel gesagt hat, da war die völlig außen vor. Und vor allem sind die Geräte unten alle unbeaufsichtigt an und so. Ja, normal. Oh, das wird ja gefährlicher als bei aufgestaut, oder? Ja, jetzt passiert endlich was. Feuereffekte sogar noch in Adobe After Effects hier eingefügt. Ich muss nochmal zurück, weil ich muss sagen, sehen wir gerade dieselbe Szene, diese Flasche vorne und das rein vom Bild her, du weißt ja, ich bin so ein Fetischist, was auch Bildsprache angeht, das sieht geil aus. Muss ich ehrlich sagen. Mit diesem Schwarzlicht, dieser Kontrast blau zu orange, das sieht geil aus. Ja, passt schon. Es hat sowas von hier, wie heißt das von James Cameron hier, mit den Aliens? Mit den Navi oder wie sie heißen? Avatar. Avatar, das erinnert mich gerade daran. Ja, klar. Dieses blaue-orange ist ja auch was man so in den 2010ern irgendwie auf jedem Filmplakat gesehen hat. Mhm. Ja, immer diese Kontraste. Auch bei Star Wars und so, bei zum Beispiel Episode 7 war es, glaube ich, auch so. Naja. Übrigens, ich habe recht, die Bude fackelt ab. Die Bude fackelt ab, ja. Ja. Raus, Oma, raus sofort! Ich halte meine Klappe, hau ab, raus jetzt! Fuck, Scheiße, ey! Scheiße, ey! DDR-Feuerlöscher hier noch? Ja. Er ist versucht zu fallen. Leo! Wo musst du denn hier? Komm raus! Leo! Alter, will der erst mit Glas raus? Was soll das? Das bringt überhaupt nicht. Hör auf damit! Komm raus jetzt! Ja! Das. Komm! Die Berliner Feuerwehr wird leider von Fridays for Future aufgehalten. Genau, ich werde blockiert. Wie jeden Tag.
jetzt kommt die Oma her. Hallo, ich bin die rassistische Oma. Wann habt ihr zuletzt mal Schwuchtel gesagt? Schreibt es in die Kommentare. Liebe Magda, es war... Jetzt war es heute wieder. Es war, das wollte ich eigentlich sagen. Es war heute an der Supermarktkasse. So, kommt jetzt hier noch was? Nee. Alter, ich verstehe diese Serie nicht. Also zum Ende hin ist ja ein bisschen was passiert. Also dieser Brand jetzt, den hätte man in die mittlere Folge bringen können. Das ist so eine typische Mid-Season. Höhepunktgeschichte, wisst ihr? Dann kommt, passiert was Krasses und dann müssen die Figuren im Nachgang damit klarkommen. Weil jetzt, so wie es jetzt geendet ist, ist doch nichts hat nichts sich aufgelöst. Gelöst, ja. Nichts hat sich geklärt. Nichts ist gelöst. Also das würde mindestens quasi eine Staffel 2 erfordern, dass jetzt die sich mal mit der Oma aussprechen und die Oma vielleicht ja, wie es halt in so einer linken Serie wahrscheinlich ist, die wird dann natürlich den Standpunkt der Linken ja annehmen, weißt du? Und dann alles einsehen, ja, tut mir leid und so. Also in meiner Welt kassiert die Oma übelst die Versicherung gegen Feuerschäden und wird nochmal Millionärin, während hier unsere Zitat Schwuchtel in Knast geht, wegen diesem Schwarzbrennen und ja, Gefahr im Verzug gedöns. Ne? Ja, und die anderen sind halt so ja mittellos berlinerisch unterwegs. Das wäre schön. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber wie du schon sagst, also die ganzen Konflikte sind noch im Raum. Ja, also ich bin gerade wirklich schockiert, wie schlecht das einfach ist von der Machart, einfach vom Filmischen. Also, stopp. Jetzt die von den Bildern her fand ich das durchweg gut, muss ich wirklich sagen. Also die Ausleuchtung und alles, oder? Ja, unbedingt. Also fand ich auch die Kameraführung fand ich gut. Also wie das so teilweise auf irgendwelche Sachen Nahaufnahmen gemacht hat und so. Also das war, also ich bewerte da vor allem immer, es ist für mich logisch, was auf dem Bildschirm gerade passiert. Also bei manchen Filmen hast du es so, da kommt irgendwie ein komischer Schnitt. Und dann kommt vielleicht eine Figur plötzlich von rechts, wo sie gerade aber zuvor von links war und du weißt gar nicht so richtig, was jetzt Sache ist, wo du ein bisschen verwirrt bist. Das war jetzt hier zum Beispiel gar nicht. Aber gut, natürlich. War natürlich schwer zu schaffen, das zu verkacken. Eben, ja. Eben war jetzt schwer zu schaffen, weil dafür waren jetzt auch nicht genug verschiedene Ortschaften und so. Dann ist es nämlich häufig, dass man vielleicht als Zuschauer manchmal so eine Sekunde länger brauchte, als es sein müsste, um zu begreifen, wenn so ein Schnitt kommt. Egal. Es war halt so ein klassisches Kammerspiel irgendwie, ne? Ja. Nicht mal. Ein Kammerspiel hätte jetzt für mich vorausgesetzt, dass sie wirklich die ganze Zeit in einem Raum sind und sich miteinander beschäftigen. Dann wäre es gut geworden. Aber war es doch, oder? Bis auf diese Kellergeschichten, wo waren die denn mal groß? Ja, genau, warte, genau das war das Problem, dass die sich die ganze Zeit getrennt haben. Der eine ist mal in den Keller gegangen, dann waren die in der Küche und so. Mhm, die hätten die ganze Zeit wirklich in dem Raum, an dem Tisch, am selben Platz sitzen müssen. Okay, so eng miteinander reden müssen. Kammerspiel, okay. Ja, aber gerade bei so einer halben Stunde Serie, alles andere macht keinen Sinn. Also da musst du dich auf was konzentrieren und das haben die ganz, ganz schlecht gemacht hier. Also, ja, ich bin wirklich, wie gesagt, ein bisschen schockiert, wie schlecht das einfach ist vom Drehbuch her, also vom Durchdachten her. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, konzeptionell. Auch so vom Inhaltlichen, dass die Oma so rassistisch-homophob sein soll und das kommt dann in der allerletzten Folge mal kurz durch. Genau. Und dann kommt nicht mal so wirklich Gegenrede. Also der macht dann diese ganzen Verzierungen ab, die das überdecken sollen, dass das jetzt eine Schwulenbar oder Queerbar ist. Aber ansonsten war das doch richtig schwach an Gegenrede. Ist auch nicht, also nee, hat mich jetzt null überzeugt, die Serie. Nee, mich auch nicht. Also es hat mich auch vor allem von der Institution Funk nicht überzeugt. Also es ist ja nicht so, dass wir uns, es ist ja nicht so, dass wir uns häufig was von Funk reinziehen. Das war jetzt so letztlich auf diesem Kanal unser erster Funkausflug hier. Bist du dir sicher? Oh.
denke. Eine Schlafschafe, war das nicht auch von Funk? Nee, Quatsch. Das ist nicht Funk. Funk ist ja das Jugendformat von ZDF. Und das war jetzt hier das erste von Funk. Stimmt. So gesehen hast du recht. Ja, okay. Und ja, also das war jetzt wirklich extrem schwach. Gut, es wurde halt auch nicht fortgesetzt. 2018 lief diese Serie und kam ja dann keine Staffel 2 oder irgendwas. Aber gut, völlig zu Recht. Also, was für ein hanebüchener Unsinn. Die haben sich vielleicht gedacht, okay, die heutige Jugend hat anscheinend keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Dann müssen wir 7-Minuten-Videos machen, in denen nichts passiert. Eine Sache. Ja, das ist auch das Ding. Wer schaut sich das an und das ist erstmal A. Und B, warum braucht es diese Serie? Also, das ist ja generell dieses Thema, finde ich, bei Funk und generell bei GEZ. Mhm. Warum, also, der Sinn von öffentlich-rechtlichem Rundfunk ist ja eigentlich, dass du in erster Linie informiert bist über bestimmte Themen. Und Unterhaltung sollte da an derbe zweiter Stelle stehen. Ja. Aber gut, klar, kann man darüber argumentieren, naja, es wäre auch gut, wenn man irgendwie deutsche große Kulturproduktion hat, vielleicht sowas wie Tatort oder so. Das ist ja vielleicht eine Institution, da setzt sich die Familie zusammen. Aber man braucht so eine zigtausend kleine Serien und gerade hier so eine kleine Windserie, die aber so viel gekostet haben wird in der Produktion. Mhm. Also ihr macht euch keine Vorstellung, wie teuer sowas ist. Wir haben hier wie viel? 6 Schauspieler gehabt. Was denken ihr, was die bezahlt kriegen? Also die werden bestimmt einen guten Monatslohn hier bekommen haben. Also jeder 3.000 Euro sicherlich. Mal 6. Alle Teilnehmer zusammen sind wir irgendwas zwischen 25 bis 30 Leuten, die hier in dem Projekt involviert sind. Ach du? Ja? Nur die Schauspieler aber? Nee, mit allen drum und dran. Also mit hier Beleuchter und Kamera und die. Ich denke sogar noch viel mehr. Denkst? Ja. Die kurzen Dinge, lassen wir 30 nehmen. Okay, vielleicht übertreibe ich da. Aber du weißt doch, wie es ist beim Rundfunk. Ich meine, die haben fucking Massagestühle und was. So, jetzt lass die mal alle im Mittel ungefähr 3.000 verdienen, ne? Hm. Ja, das läuft. Dann ziehen sie, ich würde sagen, die Dreharbeiten haben sich gezogen pro Folge im Monat, weil wir machen ja schließlich Kunst. Also sind wir bei 5 bis 6 Monaten Vollbezahlung für diese Leute. Geil. Ja. Und da kommt dann 35 Minuten raus. Ja. Beim sowas, was sich auch kein Schwein anguckt. Und boah. Ich meine, Alter, wir haben jetzt 28 Minuten gleich geschafft. Kommentar. Hm. Ach so, ja, da zweit. Ist das wenigstens noch eine eigene Folge. Ja, ich bin auch gerade auf dem YouTube-Video. Und die Kommentare, Alter, was, also es gibt 58 Kommentare und das sind ja solche Lobenden. Ich weiß nicht, was ich anders sagen soll als Danke. Die Verdeutlichung von Safe Spaces, der LGBT-Plus-Community ist so unglaublich wichtig und hier nochmals unbeschreiblich schön beschrieben worden. 1000 Dank. Und ja, ich habe mich gar nicht gemutet. Entschuldigung, liebe Zuschauer. Alles gut. Die Serie ist echt toll, Herzchen. Bitte weitere Folgen produzieren. Ist das die letzte Folge? Ich hoffe nicht. Jetzt erst entdeckt, bitte mehr davon. Warum ist das alles so positiv? Warum seid ihr alle solche fucking NPCs in den Kommentaren? Oh, ist das schon das Ende? War echt schön. Sind das am Ende so KI-generierte Kommentare? So mit ChatGPT geschrieben oder so? Ja, oder so gekaufte, so Jubelperse. Wie der Held der Steine immer sagt, gekaufte Videos bei Lego. Die gekauften Kommentare. Kooperation mit Lego. Ja. Sehr unterbewertete Serie, schreibt einer von vier. Wie? Was ist denn daran unterbewertet? Wie geht das? Gut, ich wette. Was hat er vorher geschaut, ist die Frage. Ne? Naja, die Leute, die hier die Serie so loben, die haben doch alle, ganz ehrlich, irgendwie vor allem eine politische Agenda. Reingehen. Wisst ihr, dass sie die deswegen gut finden im Sinne von, ja, endlich sag's mal einer gegen diese bösen Rechten, die Homophoben. Nein, Tom, dein Erwartungshaltungsmanagement ist einfach falsch. Ja, Gott. Es ist unfassbar. Also, ja. Also wenn das die Zukunft, also gut, ich sage jetzt mal so, wenn das die Zukunft ist, des Funkformates und so, dann ist das zwar traurig, aber ja gut, es sichert uns die Lebensgrundlage für die nächsten 10 Jahre. Ja. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott.
Hast du noch solche tollen Serien ausgegraben, mit der wir schon mal die Zuschauer so ein bisschen anteasern können? Ich habe noch einiges, aber ich will jetzt hier nichts rausposaunen, was wir dann am Ende nicht gucken. Aber ich sag mal so, dieses Funk, da gibt's viel. Und viel, was auch gar nicht andere Kanäle schon geguckt haben. Also, es hat gefunkt. Es hat bei uns oder es hat bei mir gefunkt, als ich da rübergegangen bin, ja. Gut, liebe Leute, dann seid mal gespannt, was ihr von eurem Geld demnächst kommentiert bekommt von uns. Und es war mein Fest. Bis zum nächsten Mal.